Paris hatte wirklich eine Menge ganz ähnlich aussehender Cafés. Tonys Brasserie sah teuer aus. Pariser Frühlingsmode erinnerte mich daran, warum ich diese Stadt so liebte. Der Name Sascha kam mir von der Liste in Henris Kreditkartenbrief bekannt vor. Die Eingangstür war verschlossen, kaum überraschend. Verzeihen Sie die Störung, Madame. Hier ist George Stobbart. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? George wen? Was? George Stobbart, Madame. Ich komme von der Versicherung. Um Gottes Willen, gerade heute will ich keine Versicherung abschließen. Nein, Madame, ich bin kein Vertreter. Es geht um den Diebstahl in der Galerie. Ah, verstehe. Wenn es um euer Geld geht, verschwendet ihr keine Zeit, was? Im Moment ist es schlecht. Ich bin sehr durcheinander. Madame, ich... Nun gut. Das hatte ja nicht viel gebracht. Paris hatte wirklich... Am Ende der Straße konnte ich den herrlichen Bois de Boulogne sehen. Es wäre sinnlos gewesen, Nico anzurufen. Es gab nichts zu berichten. Hallo, Mr. Rickenbacker? Ich habe den schriftlichen Beweis, dass Henri sich gegen unsere Sicherheitsempfehlung entschieden hat. Ich frage mich einfach, wieso. Mein Handy hatte kein Netz. Ich konnte nicht telefonieren. Ich beschloss, so schnell nicht wieder bei ihr vorbeizukommen. Die Eingangstür war verschlossen, kaum überraschend. Das war beinahe... Das hätte nicht funktioniert. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg, Sie machen es nur noch schlimmer. Hier sah es aus, als wäre die Bude schon lange geschlossen. Hier sah es aus, als... Hilfe! Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake! Ja, die Kakerlake! Helfen Sie mir! Komm schon, Kleine! Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Nee, ich muss...
Das wäre... Das lohnte sich. Sogar die Blume sah deprimiert aus. Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut, besonders die Kosten. Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Ein zerknülltes Ich brauchte eine bessere Idee. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Lassen Sie das Radio in Ruhe und kümmern Sie sich um die verdammte Kakerlake! Der Grund für die Angst der Lady war leicht zu sehen. Eine riesige Kakerlake krabbelte über den Boden. Ich kippte die Streichhölzer aus. Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken. Ich konnte sie nicht fangen. Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Ich stellte die Streichholzschachtel hin. Kakerlaken verstecken sich gerne an dunklen Stellen. Keine schlechte Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Die Kakerlake zierte sich. Ich brauchte einen Köder. Das würde nie... Das Büro... Handyabdeckungen, Kassetten, alles Mögliche. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Handyabdeckungen, Kassetten, alles Mögliche. Hallo, ich bin George Stobbart. Nennen Sie mich einfach Passam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit?
Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Bitte, Monsieur Stobart. Ich kann mich im Moment wirklich nicht um anderer Leute Probleme kümmern. Ich habe ein paar Streichhölzer. Sollte man immer am Mann haben. Riechen Sie mal hier dran. Hui, das ist noch das echte Zeug. Können Sie einen Nagelknipser gebrauchen? Nein. Ich hielt das für relativ zwecklos. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Handyabdeckungen, Kassetten. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren. Und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist. Wie aus einer Wunderlampe. Ich beschloss das Kabel mit. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Thank you.
Zumindest summt die Neonreklame. Stimmt. Und das steht in jedem Lehrbuch. Wenn es nur etwas Exotik hätte, dann würden meine Geschäfte laufen wie geschmiert. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungeziefer... Tut mir leid, aber solange ich dieses Geschäft hier nicht am Laufen habe, möchte ich mich nicht mit Nebenbeschäftigungen verzetteln. Ich brauche ein Markenzeichen. Eine prägnante Message, die meine Schlüsselzielgruppe am Schlawittchen packt und sie in meine ökonomische Wirkungssphäre schleudert. Wie meinen? Sie wissen schon, ein Name, der magisch und exotisch klingt, der eine nur unterbewusst wahrgenommene Sehnsucht anspricht. Aha, das schien ein guter Name zu sein. Hallo Bassam, wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladdin! Wie cool! Ein toller Name für meinen Laden, passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ah, Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil Ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier reinlegen. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts. Und will trotzdem immer noch einen. Ich werde es mal versuchen. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Ihr neues Schild gefällt mir wirklich. Es ist herrlich. Ich schulde Ihnen was. Wie finden Sie das? Ich bin sprachlos vor Begeisterung, George. Dank Ihrer Hilfe kann ich jetzt mein Retro-Angebot an Glückwunschkarten mit Musik, Haarbürsten und Souvenirs verkaufen. Und Sie wissen ja, was man sagt. Glückliche Verkäufer haben glückliche Kunden. Was verkaufen Sie denn so? Na, endlich fragen Sie danach. Ich verkaufe all das, was Sie sonst nirgends in Paris bekommen. Zum Beispiel? Englische Biskuits, türkischen Honig, französische Audiokassetten, brasilianische Betamax-Videos. Ich legte einen Köder in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Erwischt! Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Cherie. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Och, den Fehler machen viele.
Aber wenn sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von Null wieder aufgebaut. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gespart. Ja, bitte? Es gab einen Diebstahl im Les Arts Bleus. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Aber ich nicht. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Danke. Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Argusaugen. Das Büro machte den Eindruck, als sei es auf die Schnelle zusammengeschustert worden. Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Das wäre völlig sinnlos. Das würde niemals klappen. Das lohnte sich. Das wollte ich nicht dalassen. Das wollte ich nicht. Das würde niemals klappen. Es klappte nicht. Das passt. Ich hatte nur wenige Streichhölzer. Vermutlich keine gute Idee, eins zu benutzen. War nicht die beste. Es war nicht die beste. Jetzt war nicht die richtige Zeit, den Wachdienst anzurufen. Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Finger weg, Sie! Kann ich es mir wenigstens mal ansehen? Auf keinen Fall. Dieses Buch ist sehr privat. Ich brauchte eine Erkennen Sie es wieder? Puh, das Zeug brennt einem glatt die Haare von den Beinen. Ich hatte mal einen Chef, der das Zeug benutzt hat. Sie wissen, was ich meine. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Wie geht's? Bleiben Sie mir vom Leib damit!
Kommt Ihnen dieser Nagelknipser bekannt vor? Ja, ich meine natürlich nein. Woher sollte ich den kennen? Nein, danke. Ja, bitte? Haben Sie auf ein Pferd gewettet? Nein, ich höre nur gerne, wie Hufeisen auf den Boden trommeln. Ein ungewöhnliches Hobby. Nun seien Sie nicht so blöd. Natürlich habe ich 50 Mäuse auf Lucky Break gesetzt. Naja, ich hoffe, Ihr Pferd gewinnt. Das tue ich auch, Sherry, das tue ich auch. Danke. Beim Vera. Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Mit einem kurzen Blick sah ich, dass die Schublade leer war. Das Büro machte den Eindruck, als sei es auf die Schnelle zusammengeschustert worden. Was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete. Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. Erkennen Sie das hier? Hey, das ist mein Foto! Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Und wenn schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. Ja, bitte? Also, was ist bei Ihrer Verabredung mit Lane passiert? Ich würde das wohl nicht als Verabredung bezeichnen. Da ist doch wohl was Besseres drin, Annette. War das gerade etwa eine Einladung? Nein, ich wollte sagen, Sie können mir doch bestimmt mehr erzählen. Ach ja, so ist das also. Sie wollen die schmutzigen Details wissen, ja? Nein, erzählen Sie einfach, was passiert ist. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie.
Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Leider, er ist ziemlich tot. Oh. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Hm. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Sie klang verängstigt. Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen, und ich wusste auch schon wie. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Irgendwie schien sie übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Es war, als könne sie spüren, was ich vorhatte. Zeit, Lane zur Rede zu stellen. Die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Lane konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Auf der Speisekarte standen schwarzer Kaffee und ein paar Softdrinks. Hi. Monsieur? Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur. Der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henris Witwe trösten gehen. Ich hoffe, Sie waren nicht zu Hause. Nutzt den Tag, Jungs. Die Tür war abgeschlossen und mit Polizeiabsperrband gesichert. Ich musste Lane finden und ich war sicher, da drin war er nicht. Lane tröstete also die Witwe. Der Mann hatte wirklich ein gütiges Herz. Gab es dahinter einen Plan oder nur seine fragwürdigen Moralvorstellungen? Die Tür war verschlossen. Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht. Kommen Sie später wieder. Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf, aber machen Sie es kurz.
Gute Güte, George, Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. Na gut, Lane, verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut, ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stoppard. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobart. Nennen Sie mich Bijou. Hallo, junger Mann. Wie schön, dass Sie mich besuchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe und mein Schmusekater. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich Ihnen. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche, es immer noch zu verarbeiten, Chérie. Mögen Sie diesen Duft? Himmlisch, nicht wahr? Henri liebte den Duft. Das ist wunderschön, mein Lieber. Das ist wunderschön, mein Lieber. Kennen Sie diese Firma, Vera Security? Nein, von der habe ich noch nie gehört. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann.
Kommen Sie jederzeit wieder. Bijou schien nichts zu wissen. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angelogen. Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten. Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen, und dazu musste ich da rein.